Hi, ich bin Philipp, das ist die Gefahrenunterricht und ich möchte heute mal ein Video aufnehmen, bei dem ich gar nichts zu zeigen habe. Ich habe zwar heute schon über das Thema kurz getwittert und das Thema ist Schweigen in Videokonferenzen. Was ich heute erlebt habe, sind zwei Arten von Schweigen. Das eine Schweigen ist eine Videokonferenz mit einer Klasse und ich begrüße Sie ganz nett. Das ist so dieses Anfangsritual, über das ich auch schon gesprochen habe. Da kommen Menschen rein. Ich begrüße Sie, ich mache ein paar kleine Scherze, frag Sie, wie es geht. Und dann habe ich kurz begonnen mit einer Bemerkung und dann die Klasse eingeladen, das zu kommentieren, Fragen zu stellen. Und dann war einfach Schweigen, so starkes Schweigen, dass ich mich zuerst gefragt habe, haben nämlich verstanden und gehört. Und dann habe ich das mal kurz gecheckt, gemerkt, die sind irgendwie schon noch da, aber die sagen nichts. Dann habe ich versucht, auf die Gruppenaufträge, die ich der Klasse gegeben habe, einzugehen, dass sie was vorstellen, präsentieren. Auch da dann sehr lange Schweigen von allen Gruppen. Niemand fühlte sich bemüßigt, sich da zu beteiligen. Und das war dann so eher das mühsame, anstrengende Schweigen, das so sagt, wie die Lernenden sind so in einer passiven, konsumierenden Rolle und ich als Lehrperson muss so frontal ein bisschen vorturnen, um sie zu animieren, etwas zu tun, was dann eigentlich nicht meine Vorstellung von Unterricht, von Austausch, von Diskussion wäre. Das andere Schweigen ist viel positiver, und zwar ist es das Schweigen, wenn ich Breakout-Sessions mache. Das war heute Morgen in meinem Seminar so, dass ich Fragen gestellt habe, dann diese Gruppen habe unter sich diskutieren lassen und ich wusste, das wird jetzt sehr angeregt, da wird viel passieren und es ist auch dann viel aus diesen Gruppen zurückgekommen. Aber plötzlich war niemand mehr da, es war ruhig, ich konnte im Moment durchatmen, Kaffeetasse wieder füllen und dann kamen die zurück und haben erzählt, was sie in den Gruppen diskutiert haben. Also ein Schweigen, das so eine Konzentration, Rückzug in einen anderen Ort signalisiert, was sehr, sehr positiv ist. Natürlich sind das alles Dinge, die es im Präsenzunterricht genau gleich gibt. Es gibt Klassen, die im Moment einfach nichts beitragen können, die sich gerne mal den Unterricht so reinziehen, zuhören, was da gesagt wird, sich keine Fragen stellen, sich nicht melden und die irgendwie dann so animiert werden müssen, sich einzubringen. Und es gibt Phasen, in denen bei Gruppenarbeiten so viel läuft, dass ich eigentlich schweigen kann, dass es mich gar nicht braucht, dass niemand mit mir spricht. Und da fallen wir dann wahrscheinlich in bestimmte Muster zurück. Also die Frage ist ja, was mache ich jetzt mit einer Lerngruppe, die nichts sagt? Also ich kann das natürlich dann mal so deskriptiv anschauen und sagen, offenbar sind die jetzt einfach nicht imstande, etwas zu sagen. Vielleicht bewegt sie nichts, vielleicht fühlen sie sich nicht wohl, vielleicht geht ihr Lernen jetzt besser, wenn sie sich nicht äußern. Oder ich kann dann natürlich irgendwie hektisch werden und was tun, um eine Art Wortmeldung zu erzwingen. Also das Plumpste ist dann eigentlich fast, ich rufe dann einfach irgendjemanden auf, sage, hey Thomas, sagen Sie mal was, wie ist Ihre Antwort? Und dann so Druck aufsetzen, damit da auch tatsächlich was kommen muss, was mir sehr widerstrebt, weil ich ja nicht die hören möchte, die gezwungen werden, was zu sagen, sondern die, die wirklich was beizutragen haben. Und natürlich ist auch die Idee, die Kontrolle abzugeben, Klassen radikal die Verantwortung zu geben, das wäre dann so das Nächste, was ansteht. Also sagen, nicht mehr ich organisiere die Videokonferenzen, sondern das sollen die Klassen machen, die sollen begrüßen, sollen einladen, sollen moderieren. Und wenn sie dann Fragen an mich haben, dann bin ich noch da und sonst braucht es mich vielleicht gar nicht. Etwas, was bei mir im Unterricht sehr gut funktioniert, also wenn ich gruppenweise Unterrichtsstunden vorbereiten lasse, dann ist die Aktivität der Schülerinnen und Schüler fast intensiver, als wenn ich die Stunde vorbereite, weil sie dann irgendwie solidarisch sind, merken, ich muss den anderen helfen, die so da sind. Gut, das waren ein paar Bemerkungen zum Schweigen. Nicht jedes Schweigen
ist so negativ. Es ist ja auch, wenn wir so persönliche Beziehungen haben, dann gibt es die Menschen, mit denen man ganz wunderbar schweigen kann. Es ist eine erfüllte, gehaltvolle Zeit. Und es gibt die, bei denen das Schweigen einfach bedeutet, irgendwie kommen wir nicht zurecht miteinander. Da müsste doch irgendwie mehr laufen, als jetzt gerade läuft. Und so ist es mit Klassen genau auch. Es gibt Phasen, in denen Schweigen allen gut tut und auf intensive Lerneffekte hindeutet. Und dann gibt es die Phasen, wo Schweigen eine fehlende Passung meint. Und weil wir uns weniger ansehen, weil ich die Stimmung von Klassen auch weniger gut wahrnehmen kann, finde ich diese zweite Art des Schweigens belastender, problematischer im Fernunterricht. Danke sehr fürs Zuschauen. Ich bin hier schon mit einem Bier ausgestattet und wünsche allen auch einen Feierabend oder ruhige, entspannte Zeiten. Bis zum nächsten Mal.